Hey ho, meine lieben Leute, und willkommen zu The Last Campfire. Ein Spiel, was mir mein bester Kumpel, der liebe Darksmoo, vorgeschlagen hatte. Das kannte ich bis dato noch nicht. Und laut der Informationen, die ich jetzt nur beim Runterladen bekommen hatte bei Steam, handelt es sich auch hier um ein Rätselspiel. Also kann ich mich wieder in schamvolle Abgründe stürzen, wenn ich mal wieder längere Zeit hänge. Bevor wir starten, ich habe es schon mal gestartet und habe am Ende festgestellt, dass ich wohl nicht richtig auf meiner Starte die Aufnahmetastenkombination gedrückt hatte, sodass wir den ersten Teil jetzt, dann nochmal auf einem neuen Speicherstand starten. Und ich darf allerdings sagen, dass die bis dato aufgekommenen Rätsel noch nicht allzu schwierig gewesen sind. Also wollen wir uns aufmachen, um das letzte Feuer zu ergründen. Was der Unterschied zwischen dem normalen und dem Erkundungsmodus ist, weiß ich auch nicht. In den Optionen sind auch nicht allzu viele Einstellungen da. Also vielleicht für die Lautstärkeregler, da habe ich ein bisschen was rumgespielt. Aber wollen wir beginnen? In einer vermutlich finsteren Höhle, in der mehrere Entdecker mit ihren Booten das nächste Ufer erreichen wollten, wovon sich offensichtlich nur einer irgendeine Lampe für den Helm leisten konnte. Doch es scheint keine normale Höhle zu sein, denn zusammengebrochene Mauern künden davon, dass hier schon einmal eine Zivilisation gewesen sein müsste. Die Forschenden drei nehmen anscheinend keine Rücksicht auf den rot gekleideten Kameraden, der ein wenig ins Hintertreffen gerät. Wir kommen nun zum Feuertempel. In Höhlen, die auch der Wind Waker Link niemals entdeckte. Ist es wohl Vagias Horn, in das er stößt, während sich die Pforte des flammenden Infernos öffnet? Schunkelt der Zurückgebliebene noch langsam daher. Bekommt eine Nachricht vom Twitter-Botschaft her. Die anderen gelangen nahe zur großen Flamme. Also, wenn er den Vogel verscheuchen wollte, dann war das jetzt aber Instant Karma. Und die Ärmchen sind zu kurz, sie reichen nicht ins Wasser. So treibet er dahin, wo es wird nasser und nicht wärmer. Im finsteren Tal, wo sich mit Schaudern die Äste von vergangenem Gestrüpp erheben. Was mag aus ihm geworden sein? There is a place where the lost embers go, as their light begins to fade. Das scheint dann wohl dieser Ort zu sein, zur großen Flamme. Oh, kleine Duddels. Doch wo wollten sie hin, die kleinen Duddels? Und was machen wir in diesem Bötchen? Amber ran, because standing. Amber lief, dass sich hilflos fühlte, wenn er stillstand. Entschuldigung, da habe ich irgendwie den Text abgebrochen. Oh. Die anderen kann man anscheinend nicht kaputt reißen. Interessant, wie dieses Bötchen überhaupt nach hier oben gekommen ist und warum wir in diesem Boot gelegen haben. Vielleicht hat uns der reisende Rote dort gefunden.
und uns wach gemacht. The wall glistened. The painting showed embers on a sacred journey. Ah, jetzt verstehe ich das. Das habe ich eben am ersten Mal nicht ganz verstanden. Gluten, ich habe gedacht, dass das ausströmende Funken oder sowas vom Feuer wären, aber es sieht irgendwie danach aus, als müsse man eine gewisse Route durch dieses labyrinthartige Gebilde in der Mitte nehmen. Und wir sind eine Glut, die das Feuer sucht. Ich nehme mal an, dass dieses die letzte Reise ist zum Feuer, wenn die Glut schwindet und nicht aufflammt, um ein größeres Feuer zu bilden. Ember felt so afraid and alone that it was a relief to find someone to talk to. Ember froze, almost too frightened to look away, when they noticed a small satchel. Beutel des Fremden. The satchel felt heavy. Ember looked inside. The statue shone brightly in the light. Doch was jetzt damit tun? Hier draufsetzen? Symbol on the floor. Symbol der Flamme. Keine Borons-gefällige Tat, aber dieser Gott war hier anscheinend nicht bekannt. Ember noticed something wrong. Die Flamme ist auf dem Kopfe. So nutzen wir unsere Drehkräfte, die wir in Juggler's Tale perfektioniert haben, um mit wahnsinniger Geschwindigkeit dieses Feuer wieder ins rechte Licht zu rücken. Hoffe ich zumindest. Da war es vollbracht. Die Flamme angemacht. Und aus dem Boden schoss ein Schachbrett empor. Was hatte Ember nur damit vor? There was a round space where something used to fit. Mach da vielleicht die Bronzestatuette mit. Verdammt, es hat eben besser funktioniert. Yeah, woo! Ich krieg's immer besser funktioniert mit dem im Kreis fahren. Was soll's? Ember's delight, the golden statue slid perfectly into place. Halte A gedrückt, um ein Teil aufzunehmen. Dafür habe ich eben auch nicht allzu lange gebraucht. Machen wir also die Eins voll. So öffnete sich der Weg. Doch den Verstorbenen musste Ember dann zurücklassen. Feeling sorry for the stranger, now alone in the dark. Zumindest haben wir ihm die Flammen angemacht, dass es nicht mehr ganz so düster ist. A stairway opened into a dark forest. Ember could feel fear taking over. They'd washed up alone, somewhere very unfamiliar. Und der Rückweg ward versperrt. Alles so verzerrt. Er kam nicht mehr zurück, ging vorwärts und suchte dabei sein Glück. Er folgte dem blauen Federvieh, das bei seinem Wegflug auch nicht mehr schrie. Nun treten wir in den finsteren Wald. Ember felt like they were being watched. Doch nur von wem? Es ist verpotscht. Tut mir leid, ich suchte gerade nur. The path was blocked. Klettern kann Ember auch nicht. Oh, Familie Reinecke! The foxes howled into the night. The only reply was silence. Nein, ich höre es. Arr, arr, arr. Wow, das klingt aber echt fies.
Ob wir jemals den Füchslein begegnen werden. Vielleicht, oder vielleicht rufen oder schreien Füchse auch so. Keine Ahnung. Ich bin noch nie einem Fuchs begegnet, der mich dann irgendwie anknurrte oder schrie. Also bis, ich hatte mich beim ersten Mal spielen ein bisschen mehr hier im Unterholz umgeguckt, habe aber keine weiteren Geheimnisse oder so etwas finden können. Ja, ich weiß, der weitere Weg ist verborgen. The route ahead was guarded by twin statues, choked by clinging vines. Oh, doch ein Weg sieht man leider keins. Dann wollen wir uns diese Flamme einmal ansehen. Die Gitterstäbe sind anscheinend nicht aus Feuer. As Ember approached, the flame seemed to call out. Ich meinte Holz, nicht Feuer. Das führende Licht, ein Zweck entdeckt oder so ähnlich. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Ember felt lost in darkness and ruin. Nun, da können wir zwar hochklettern, aber kommen da nicht auf diese Plattform. Was machen wir da nur? Im genaueren Inspizieren entdecken. Also, die nächsten Folgen werden hoffentlich nicht so sein, es sei denn, ich nehme auch wieder auf, ohne dass ich es. Oder nicht auf, ohne dass ich es feststelle. Wenn wir sie hier platzieren, geht auch diese Plattform nach oben. Und im Gegensatz zu der anderen Empore, wenn man das so nennen kann, befindet sich die umgefallene Statue nicht mitten auf unserem Weg, sodass wir zumindest diesen. Caged flame stoked new hope in Ember. Diesen Nasenring hier ziehen können. Um zumindest den ersten Teil dieser Treppe in die richtige Richtung zu bringen. Diese Kette sah mal aus, als wäre sie an einem Schiff befestigt. Glaube ich zumindest. Doch sie ermöglicht uns nun nach oben zu gelangen. Damit wir auf diese Plattform unsere Füßlein setzen können zum Erreichen dieses Ringes. Hope was almost within reach. Nicht nur fast in Reichweite. Es sind nur noch wenige Stufen, die uns vom Ziel trennen, und nun haben wir es erreicht. Spoke and Ember listened. Bist du es, Calcifer? Oh, so winzig. Ja, wäre ich das Gebüsch, hätte ich auch Platz gemacht. Und nun gelangen wir weiter. Tiefer. The flame lingered ahead. In diese Anlage. Stimmt, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich B gedrückt halten kann zum Sprinten. Is it trying to escape? Und dann würde es nicht auf uns warten, würde ich glauben. Auch hier ist nichts verborgen. We're leading the way. Das, was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob dieser Ort der Ort der Flamme gewesen ist, den wir eben gesehen haben, als die Bootsfahrenden hier vorbei... Oh, Knubbels! Oh! Knubbels! Fire flickered into life. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. I will warm them until they choose to move on. Ember looked to the ghost for answers. Wo bin ich? This is a place between places. Also der Ort, an dem Elden Ring spielen wird. To travel through as your light fades.
but none have passed on in a long time. The Forest King now holds us here, and those who linger will turn forlorn. Interessant, dass sie jetzt hier verloren mit Adjektiven, einsam und verlassen übersetzen, während es eben noch ein Nomen gewesen ist. Sprechendes, würde ich sagen. Also sind die Verlorenen diejenigen, deren Glut, also die Ember, die sozusagen ausgegangen sind, nehme ich mal an. Again, that word, forlorn. Wer bist du? I am just a guide along the way to fan the flame. So many lost embers have I seen. More than I could help. Verloren? The forlorn are those who lost their way along the path. If you find them, send them to me and I will guide them. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. Ich möchte anderen helfen. There are others lost along their journey. Find them and I will guide them. Dieses unheimliche Wispern im Hintergrund, wenn er redet. Ich möchte weitermachen. The Forest King watches the doors. The campfire will light the way. Find those who are lost. Bring embers to the fire. Auf Wiedersehen oder hilf mir. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass hilf mir eine Option ist für den Fall, dass man mal feststecken sollte. Ich habe das eben mal gemacht und werde es jetzt auch nochmal tun. Step backwards, little ember. Look behind. Upon a small grassy cliff rests a forlorn. Oh. Am Anfang habe ich es nur vermutet, aber jetzt glaube ich es zu wissen, dass diese Kreise bedeuten, was für einen Fortschritt wir machen können. Wir haben jetzt anscheinend die Möglichkeit, vier oder einen haben wir schon geschafft, noch drei beliebige Ziele zu erreichen, bevor die letzten drei freigeschaltet werden. Glaube ich? Weiß ich aber nicht hundertprozentig. The stranger said, take care of those you care about the most. Okay. Werden wir dann wahrscheinlich tun, aber wir werden uns auch um jene kümmern, denen wir begegnen werden, oder? Ja, das sind schöne Pflanzen. Aber offenbar können wir da noch gar nichts tun. Vier Kästchen auf dieser Tür. Ich vermute mal, wenn wir vier der Ziele erreicht haben, dass sich die Türen öffnen würden. The door was sealed shut. Also noch nichts, was wir erledigen können. Ah ja, im ersten Durchgang habe ich sogar die Interaktion mit der Pflanze dort drüben gerade noch nicht mal bemerkt. Ja, so gut habe ich hier mich umgeguckt. Ach ja, Moment. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt mal König, auch wenn er vielleicht nicht der Waldkönig ist. Dass die Knubbels hier den Weg markieren, wo wir lang müssten. Ja, dann sehen wir wieder Knubbels! Vielleicht können wir dann uns mit ihnen ein bisschen auseinandersetzen. Ich liebe die Knubbels. Jetzt kommen wir tiefer in den Wald hinein. Oh, noch mehr kleine Knubbels. Beim Teich. Oh. Oh. Okay, schauen wir uns erstmal hier um. Der Angler da vorne. Schläft anscheinend. So, hier kommen wir noch nicht hoch. Da müssen wir erstmal diese Kette irgendwo erreichen. Ich frage mich, ob ich irgendwie diese Lotusblätter, Seerosenblätter? Ich bin so gut in Botanik. Hatte ja nur Biologie-Leistung irgendwann mal. Hier in diese Höhle können wir auf jeden Fall rein. Ich frage mich, ob man in diese andere auch rein kann, wenn man da was tut. Wobei, hier habe ich... Diesen Hebel habe ich bis jetzt noch nicht bedient. Aber machen wir ihn einfach mal. Legen wir ihn einfach mal um. Das kann schon schief gehen.
Interessant. Auf jeden Fall werden wir das für später wohl brauchen. Nehme ich mal an. Ich glaube zumindest nicht, dass uns da ein Weg verborgen geht. Aber auf jeden Fall können wir hier sonst noch nichts tun. Leider, oder? Ist hier. Moment, hier ist hier noch was? Ich habe mir diesen Ort hier nicht genauer angeguckt im ersten Aufnahmeversuch. Da bin ich nur reingegangen, bin mal der Wege gekreist und dann wieder zurück. Es ist dunkler geworden. Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding. And on a small pier with barely a sound, a lonely fisherman sat. Mit einem Weihnachtsmannbart. Oder Nikolausbart. Ich Weihnachtsmann erwähne, dann kriege ich Prügel von meiner Frau. Nein. Da bin ich auch noch nicht lang gegangen. Hier wird man wahrscheinlich eine Abkürzung freischalten, wenn man diesen, ja, hohlen Baumstamm wie nennt sich das, abbricht, umkippt, wie auch immer. Aber wir sind hier auf den Weg gebracht worden mit dem Fingerzeig, dass wir uns diesen Lichtungsverlorenen anschauen sollen. Oder sollten. Doch hier ist noch einer wild und aktiv. The traveler spoke. You ever had roast frog, friend? I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. The crackeln tun auch sicherlich die Bones, die Knochen von dem skelettierten Kameraden aus der Höhle. Vielleicht bringen wir ihm davon mal was als Ersatz. Verlassen, Schritt halten. The stranger had been forgotten. Also ich weiß schon ungefähr, wie es funktioniert. Mit diesem Drehapparatus drehen sich alle drei Statuen. Und wir wollen doch, dass diese Statuen... Moment. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen, dass diese Statuen alle nach unten gucken. Damit sie gucken und nicht ihre Sicht verbergen. So, jetzt haben wir diese zwei schon mal ausgerichtet. Und jetzt werden wir das noch ein bisschen weiter drehen. Genau, ein bisschen weiter drehen, dass sie alle in dieselbe Richtung schauen. So aufgereiht. Das können wir zum Glück auch irgendwo hinpacken. Damit wir alle drei richtig ausrichten können. Weil sonst müsste ich noch mehr nachdenken. Und das ist schlecht. Für uns alle. Weil dann dauert es lange. So erreichen wir die zweite Flamme. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Die Gelehrten streiten sich noch, ob es pink, lila, hell lila oder rosa ist. Ich kann es nicht auseinanderhalten. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Okay. Dann hätten wir zumindest schon mal eine zweite Person befreit. Oder wieder zum Leben erweckt. Schauen wir uns doch nochmal am Leuchtfeuer, genau. Am Lagerfeuer um, ob sich diese Person jetzt auch dort eingefunden hat. Oh, in der Tat. Und wir haben zwei Knubbel voll. Zwei Kreise. Wir können nicht mit ihr reden. Und das Feuer ist... The ghost said, speak and I will listen. Ich glaube, Hilfe brauchen wir nicht für das nächste. Deswegen auf Wiedersehen. Travel wisely. Return if you have lost your way. Nun, einen Weg haben wir ja noch offen. Aber den werden wir beim nächsten Mal gehen. Bei Let's Play The Last Campfire. Bis dahin macht's gut.